Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind tatsächlich seit langem mal wieder unterwegs und stellen euch heute mal wieder in Hannover eine Firma vor. Ich hoffe, das wird wieder so ein Video, wo ihr am Ende alles schreibt, von wegen, ey, wo ziehst du immer diese Leute her? In dem Fall kommt das eigentlich über den Kontakt an. Guten Tag. Ganz Hannover ist hier versammelt. Marco. Hallo. Wir sind heute bei der Firma Hesshaus Race Engineering. Richtig, ja. Es geht um Alphas und Jaguar. Ja. Ich glaube, es ging noch nie um Alphas oder Jaguars bei uns auf dem Channel, würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Aber ich weiß auf jeden Fall schon mal so viel vorab. Es geht um Thema Motorenbau, Leichtbau, Rennsport, Oldtimer, einmal alles. Exakt. Habe ich gut zusammengefasst. Ne? Perfekt, ja. Wie lange machst du das schon? 21 Jahre, selbstständig, rein Motorenbau und eben Getriebebau, Hinterachsdifferentialbau und Karosseriefahrzeugbau haben wir auch gemacht, bis vor 5 Jahren. Und jetzt rein spezialisiert, technisch nur noch Motorenbau. Das heißt, es geht wirklich aber um Leistung und auch Rennsport und Einsätze, ja, und Fahren. Also nicht so klassisch Motorenüberholung und dann tuckert der Oldtimer durch die Gegend, sondern richtig, wie man ja, da schon so sieht. Genau, 90% der Kunden sind Rennsportkunden, kann man sagen, die auch mit den Autos richtig international an Rennveranstaltungen teilnehmen in ganz Europa. Ob das Modello in Italien ist oder Silverstone in England, Sanford in Niederlande etc. Das sind also Rennkunden. Es wird wirklich versucht, jedes PS da rauszukitzeln, seit Jahrzehnten da dran, in den ganzen Details und darauf eben spezialisiert, rein auf die Marke Alfa Romeo. Das meiste sind eben Rennfahrzeuge, ein bisschen Trackday, vielleicht 10%. Der ein oder andere Straßenwagen ist auch dabei, der modifiziert wird, mit ein bisschen mehr Leistung, aber jeder Motor, der gemacht wird, wird an für sich verbessert in jedem Detail und darauf kommt es dann an. Und jahrelang eben entwickelt mit Nockenwellen, Kanalbearbeitung und Ventilen etc. hin und her, von Strick über Catcams etc. Ja. Jahrelang alles ausgefeilt. Wie seid ihr ursprünglich zu Alfa mal gekommen? Also warum Alfa? Ursprünglich war das von meinem Vater aus gewesen. Der war schon immer etwas Oldtimer-affin gewesen. Der hat die Firma damals vor 52 Jahren aufgemacht als Karosserie- und Fahrzeugbaumeister und hat dann selber schon Ende der 70er Jahre mit dem Rennsport angefangen mit Alfa Romeo. Mhm. Ist damit, dann bin ich groß geworden als Kind eben mit der ganzen Geschichte. War immer mit dabei gewesen und dann später sozusagen mit Hobby zum Beruf reingekommen und nochmal speziell eine Ausbildung gemacht in Richtung Motorentechnik in Hannover, hier beim Motorenhänsel, und dann eben separat selbstständig gemacht und rein Motorenbau. Weil ich glaube, die Alpha-Szene, die ist, glaube ich, eigentlich größer, als man eigentlich denkt, ne? Also, ja, das kann man schon sagen. Ich glaube, dass bei uns schon, bei vielen, die nicht so präsent ist, wie sie eigentlich ist, weil es einfach generationsmäßig wahrscheinlich schon zu, vorsichtig gesagt, zu alt ist. Über welches Baujahr reden wir bei diesen GTRs immer? Ja, es ist Baujahr von 1963, kann man sagen, bis maximal 1980, die Fahrzeuge, die sozusagen betreut werden. Also alles Fahrzeuge, wo wir noch nicht mal geboren waren in dem Fall. Ja, kann man so sehen. Stimmt, ich bin auch 84er Baujahr. Deswegen glaube ich, ist das noch nicht so. Aber wie würdest du so, kann man das vergleichen mit irgendeiner anderen Szene? Also wenn wir jetzt zum Beispiel mal eine historische Porsche-Rennszene nehmen oder eine historische Mercedes-Rennszene? Das ist schon in der richtigen Rennszene ziemlich gleich, würde ich sagen. Hab mich dann auch teilweise auch sehr überrascht, wo die Leute überall herkommen. Also sehr viel ist asiatischer Bereich auch, mit Singapur, Malaysia, echt? Bangkok, überall, USA, Kanada, alles ist dabei, ist ganz verrückt. Also jede Woche ein neuer Kunde von woanders, vom Globus, ja. Weil wahrscheinlich wird es ja diese Autos damals dort gar nicht gegeben haben, oder? Ja, ist 60er, richtig. 60er, 80er, ja, die wurden dann niemals exportiert, ja, nach Japan und so weiter, ja, in dem Fall, ne? Malaysia. Die meiste Sache war dann wirklich Deutschland, Italien, Schweiz, Österreich gewesen. Ja, und jetzt sind die Leute irgendwie auf den Geschmack gekommen. Und sind die konkurrenzfähig, die Autos? Also in der Klasse, wo man fährt? Ja, ja, ist das eine Klasse? Nonplus Ultra. Man fährt damit historisch Tourenwagen bis Baujahr 1965 von der FIA, wie damals auch die Autos eingesetzt worden sind vom Alfa Romeo, vom Werkteam, und fährt damit richtig Tourenwagen-Europameisterschaftsläufe. Mhm. Gibt es verschiedene Rennserien, weltweit auch über Europa hinaus, und es wird eben genau nach festgeschriebenen Reglementen gefahren, wie damals Tourenwagenrennen gefahren worden sind. Und was ist dann so Gegner? Ein Gegner ist Autos wie Ford GT40 und AC Cobra. Aber direkter Klassengegner ist Ford Lotus Cortina, BMW 800 Ti und so weiter. Die ganzen Tourenwagen, die damals gefahren sind, um Bernd Hane etc. mit der Nordschleife. Alles, was Tourenwagen eigentlich ist und damals homologiert worden ist. Okay, ich würde sagen, wir gehen mal gucken. Ich glaube, es sieht nämlich geiler aus, als man eigentlich denkt. We'll be right back.
Und das hier ist so dein, die heilige Halle. Ja, das kann man so sagen. Ja, also hier ist eigentlich der Motorenbau in der Halle. Und jetzt stehen gerade eigene Fahrzeuge da, diese gesprochenen Alfa Romeo GTAs sind jetzt 3 Stück von da, jetzt gerade hier. Das ist so das Haupteinsatzauto, mit dem ich dann auch mal selber fahre. Und wie gesagt, habe ich dann auch mehrere Kunden in Betreuung, die dann auch mal nachts um 3 hierher kommen, Differential gewechselt kriegen für das nächste Rennen in Hockenheim, wo die Übersetzung geändert werden muss und so weiter. Die betreue ich alle auch so ein bisschen. Ja, das ist so ein Einsatzfahrzeug. Einsatzfahrzeug, das klingt ja auch nicht schlecht. Also offiziell Einsatzfahrzeug von dem Laden hier sozusagen, was ein bisschen werbungsmäßig auch eingesetzt wird, ja. Aber normalerweise ist es schon so, dass du nur den Motor kriegst und nur den Motor machst. Und ja, nicht jetzt diese Fahrzeuge alle durchpflegst und wartest und schraubst. Ja, die Rennsportfahrzeuge kommen schon mal her. Also ich mache Motorenbau, sage ich mal 80%. Und die anderen 20 ist Getriebe und Differentialbau, also auch Hinterachsüberholungen oder Sperrenüberholungen, Upgrades und so weiter auch. Aber das meiste sind wirklich Motoren, die herkommen auf Palette von überall her und dann werden die dann eben von null aufgebaut und dementsprechend individuell für jede Rennserie oder eben auch für Trackdays etc. individuell für den Kunden aufgebaut. Und bevor wir jetzt so richtig tief einsteigen, erklär mal kurz GTA, also was es überhaupt mit den Autos auf sich hat, für diejenigen, die so ein GTA einfach noch nie gesehen haben. Ja, GTA generell sieht man relativ oft in der historischen Szene die Bauform selber vom Alfa Romeo, dann heißt das ganze Alfa Romeo Giulia Sprint GT. In diesem Fall ist das ein Humulationsauto, heißt GTA, das A steht für Alleggerita, für erleichtert und ist sozusagen die Motorsportversion davon, so ähnlich wie beim Impreza der ProDrive als Humulationsfahrzeug und so kann man das eigentlich sehen und bei dem Auto ist, sieht optisch gleich aus wie das Straßenfahrzeug ziemlich, sind aber im Details massive Veränderungen da, dass die Räder aus Magnesium sind, Ölwanne und Getriebegehäuse etc., der Zylinderkopf ist für Motorsport anders mit Doppelzündung, Getriebeübersetzung ist komplett auch anders als die normale Standardübersetzung. Ist eigentlich im Detail alles dann doch anders. Sollte bloß damals natürlich aussehen wie das Straßenauto, damit sie die Verkaufszahlen hinbekommen, dass sie die Autos auch vermarkten. Das war ja damals mal die ursprüngliche Idee gewesen vom Motorsport, dass die Leute sozusagen am Wochenende sich das auf der Tribüne ansehen auf dem Nürburgring und dann am Montag beim Alfa-Händler so ein Auto kaufen. Und man kann sich das gar nicht vorstellen, mit dem Ding wird jetzt noch so richtig Rennen gefahren? Ja, damit wird völlig am Limit gefahren mit dem Auto und auch wirklich geht das da um unter Zehntel Sekunden wird alles rausgefightet, alles rausgekämpft und fahren auch jede Menge prominente Leute in den Rennserien mit, Ex-Formel-1-Leute oder DTM-Meister und so weiter. Das ist vom Niveau Jahr zu Jahr wird es kniffliger, schwieriger, da vernünftig mitzufahren. Weil da sieht man mal, wie sich einfach auch diese Rennsport-Szene geändert hat, ja, zwischen damals und heute. Also wenn du dir heute so die Autos anguckst, weil das war ja schon damals eine höhere Klasse, sage ich jetzt einfach mal, wie technisch gesehen die Autos dann heute aussehen. Und das war ja damals hier, klar, wir reden von 65, natürlich schon alles noch deutlich einfacher. Und ja, so wer weiß jetzt, was 65 gebaut wurde? Also was du in dieser Klasse jetzt noch fahren darfst? Weil das, ja, es ist im Groben sozusagen, gibt es einen 4er-Wagenpass, der sehr schwer zu bekommen ist. Den muss man in Frankreich anordern, genauso wie jetzt 190e Evo oder was Neueres hätte, wo wirklich dann alles Mögliche im Grunde beschrieben ist. Mit wie das Achsmaße, mit Übersetzungen, die erlaubt sind, wie das Fahrwerk aufgebaut ist etc. Die Autos werden dann auch von den Stewards, ist an für sich die gleiche Abteilung, die auch die Formel 1 überwacht. Die FIA wird alles ausgemessen, also Gewichte und Radlasten und so weiter, wird sich alles angesehen dort, Übersetzungen und so weiter. Werden teilweise auch ermittelt, Hubraum wird manchmal ausgemessen und ist eben alles genau hier dokumentiert, wie es zu sein hat. Ist auch genau vorgeschrieben, welchen Winkel das Foto gemacht worden ist. Teilweise braucht man da 3-4 Jahre, um so einen Pass zu kriegen. Der wird immer wieder zurückgeschickt wegen Kleinigkeiten. Und dass man dann eben mit dem Auto historisch beim Rennsport mit teilnehmen kann. Und von den GTAs gab es 500 Stück? Ja, original gab es 500 Stück, homologiert. Fertiggestellt worden sind wahrscheinlich knapp unter 400. Das kann man heutzutage nicht mehr feststellen, was die Italiener da genau gemacht haben. Heißt es immer, weil sie die in der Produktion nicht fertig gekriegt haben, in dem kurzen Zeitraum so viele Autos rauszubringen. Könnte ich theoretisch mir einen normalen GT nehmen, den soweit umbauen und dann auch so einen Wagenpass kriegen? Oder na, würde auch nicht funktionieren, weil die Fahrgestellnummer, die muss es eben halt geben. Mhm. Braucht man dafür die Papiere, Echtheitszertifikat und so weiter von Alfa Romeo. Und das geht dann nur, wenn es die Fahrgestellnummer gibt, wenn es eine Historie für das Auto gibt. Okay. Was ist an der Karosse alles aus Alu? Weil du gerade Aluminium komplett hast? Die ganze Aluminiumkarosse, also die ganze Karosserie, der Aufbau bis auf das Chassis unten. Also sowas hier ist dann Stahl ganz normal? Das ist Stahl, genau. Das ist Stahl und der ganze restliche Peripherie. Aber Seitenteil ist dann logischerweise auch alles? Ist alles Aluminium, ja. Aber das hatten die normalen GTs dann nicht? Nein, die sind Stahl alle. Komplett Stahl.
Man sieht das auch, wenn man jetzt hier in den Radkasten reinguckt, dass es genietet ist, dass hier einzelne Nieten drin sind, dass eben wirklich dann aufs Stahl genietet oder auf dem Dach zum Beispiel hier. Und aber gibt es, weil du sagst so locker flockig, dass ihr da noch Rennen mitfahrt, gibt es diese Teile noch, gibt es überhaupt noch Teile für? Weil wenn es ja nur 400 Autos für gab, dann wird man ja unmöglich so ein Alu-Seitenteil für so ein GTA kriegen. Ja, die Szene ist so groß im historischen Bereich, ist zwar eine Nische, aber die ist wirklich gewaltig groß bei den Veranstaltungen, sieht man das immer, dass heutzutage sehr viel nachproduziert wird für die Autos, der Markt ist da für die Leute und mittlerweile kann man sehr viel kaufen. Also jetzt mittlerweile gibt es sogar ein Seitenteil aus Aluminium, neu, das gab es natürlich vor 10 Jahren nicht. Wenn mal was kaputt war, musste man das selber dann hier in Stand setzen, halt aus dem geraden Aluminiumtafel. Ah, das dürfte man aber dann, also man dürfte dann... Ja, das dürfte man schon, ja. Was für ein Fahrzeug wert, wenn man es jetzt verkaufen würde. Und da würde einer so eine Spektralanalyse machen und würde sehen, was vom Materialaufbau das ist, würde man halt feststellen, dass das Seitenteil nicht von 1965 ist. Beim Motorsport bleibt es natürlich nicht aus, dass auch mal was passieren kann halt. Ne? Ja, wo gurgelt und fahren auch später, ne? Ja. Was ist sowas ungefähr wert? Kann man das beziffern? Ja, kommt auch darauf an, wie konkurrenzfähig das Auto ist. Aber generell kann man sagen, großes Fenster natürlich von 250.000 Euro bis zu 500.000 Euro kann man sagen, ist ein Auto wert. Das ist jetzt auch nicht getippt, oder? Nee, dachte ich auch. Also der Prototyp, der da hinten steht zum Beispiel, ist der zweitgebaute GTA überhaupt weltweit. Der früheste, den es gibt, 613002 Fahrgestellnummer. Und die 1 existiert nicht mehr, die ist nicht mehr auffindbar. Der nächste, den es gibt, ist dann Fahrgestellnummer 7. Und ja, das Auto ist auch schon seit über 30 Jahren bei uns im Besitz. Auch natürlich aufgebaut, um eine Schraube neu bei uns hier. Aber damals, wo das nichts wert war, gekauft und den Tag und Nacht dran gearbeitet und dann halt fertiggestellt. Das heißt auf jeden Fall nochmal wertvoller jetzt als Nummer 2. Also eigentlich ja, der erste, den man kann dafür eigentlich gar keinen richtigen Wert betiteln. Hm. Sowas ist so ein Durchschnitts-GTA halt irgendwo mittendrin in der Fahrgestellnummer. Und sowas ist eben das Seltenste, weil das der früheste ist, den es eigentlich so überhaupt weltweit gibt. Auch nachweislich mit Dokumenten von Alfa Romeo und so weiter. Wir haben sogar die originale Testzeitschrift von früher noch, so wie Automotorsport in Deutschland ist. Hier ist das frühe Auto Italiana von 1966, da ist das Auto aufgeführt dann da drin. Haben wir aus der Schweiz gekriegt. Das ist dann aber auch das Auto? Ja, oder meinst du so ein Presseauto? Das hier haben sie als Presseauto vorne genommen. Mhm. Das ist ein rechtsgesteuerter Wagen. Ah, und schön, das Auto hier selber, wenn man den sieht hier, das ist genau das Auto. Und auch Fahrgestellnummer ist angegeben und so weiter. Den haben sie jetzt getestet. Aber auch alleine schon, dass das damals noch nicht so richtig in Farbe war, so eine Zeitung, ne? Ja, völlig verrückt. Und das ist so ein Prototyp, das Auto, weil er so früh ist. Der hat also andere Scheibenwischer dran, Parallelogrammwischer haben die damals gemacht. Und die Frontmaske ist auch anders ausgeschnitten als bei den späteren GTAs. Ist also, wie man ja bei denen schon sieht hier, Prototyp, kann man einfach sich sagen. Was wiegt so ein Auto? 750, 760 Kilo. Das Straßenauto wiegt ziemlich genau 1000 Kilo, 980 Kilo. Ist also so circa 200 Kilo leichter als das Straßenauto. Und das auch trotzdem mit Überrollkäfig. Der hat also ein Rotationsgewicht von 750 Kilo und damals natürlich ohne Käfig. Weil in den 60ern gab es noch keine Käfige. Der ist ein Rennen ohne gefahren einfach? Ja, ohne gefahren, auch ohne Anschnallgurte. Irgendwann wurde dann angefangen, 1967, glaube ich, 68, dass aus Flugzeugen dann die ersten Leute die Gurte ausgebaut haben. Und die in die Rennwagen reingebaut haben, vorher gab es das gar nicht. Das ist krank, ne? Das kann man sich so gar nicht vorstellen, dass in der Top-Rennserie damals man einfach über so einen Gurt so gar nicht drüber nachgedacht hat. Ne? Ja, das richtig. Einfach so. Ja. Aber den Sitz feiere ich auf jeden Fall in dem Auto. Das ja, man muss auch mit Handsystemen fahren und so, ist alles vorgeschrieben, wie bei modernen Rennserien. Das ist angepasst. Das ist angepasst worden, ja. Dass das alles ein bisschen sicher wird, die ganze Geschichte. Und wird wirklich überall dran rumgefeilt, nicht nur am Motor, sondern Fahrwerk, Achsübersetzungen und so, verschiedene Sperrwerte etc. Und wird auf jede Rennstrecke einzeln abgestimmt. Also es ist ein großer Bereich, was dahinter steckt. Vom Level, vom Niveau, auch mit den Spitzenfahren heutzutage, ist das schon ziemlich heftig. Auf welchem Niveau von modernen Autos, modern jetzt mal, ich sag mal 10, 20 Jahre alt, fährt so ein Auto? Also wenn man jetzt als Beispiel, ich sag jetzt mal E30 M3, E36 M3, ja. Muss ja eigentlich sogar schneller sein, ne? Ja, das Auto ist verblüffend schnell, wenn man jetzt mal die Chance hat, was relativ selten dann vorkommt, dass wir die Autos für Trackdays einsetzen. Da wundert man sich selber, dass man so im E46 M3 Serienauto natürlich dann vollkommen im Kofferraum drin sitzt. Mhm. Liegt natürlich auch daran, dass die Übersetzung genau ausgetaktet ist, dass der maximal ausdreht, fünfte Gang, Ende der Geraden und so weiter. Dass das alles dann voll ausgelegt ist, aber da wundere ich mich teilweise selber und denke, die Leute stehen gar nicht richtig auf dem Gas, dass man mit dem Auto dann doch so gut mitfahren kann. Mhm, weil wenn ich mir überlege, halbes Gewicht so, ne, und dementsprechend die Leistung dazu? Ja, da dreht dann so 8.500 Umdrehungen, ist da knapp an 200 PS dran bei 750 Kilo, das geht dann schon ordentlich los. Und das heißt, Reifen logischerweise auch nur von damals, so eine Pelle oder wie? Ja, ist genau vorgeschrieben, Dunlop Racing, CR65 heißen die extra. Das sind die gleichen Reifen, die damals gefahren worden sind im Tourenwagenrennen, Europameisterschaften. Und die sind für die Autos vorgeschrieben, werden extra in England nachgefertigt
Und die sind auch nicht nur auf den Alphas drauf, sondern dann auf den kompletten Rennserien. Da gibt es dann 7, 8, 9 verschiedene Rennserien mittlerweile weltweit, wo dann eben auch GT-Rennwagen mitfahren, wie der Jaguar hier vorne. Zum Beispiel ist eine andere Klasse, GT-Klasse dann. Und der Markt ist eben so groß, dass wirklich die Reifen dafür explizit produziert werden. Nur für den historischen Motorsport. Jaguar, kommen wir später drauf, macht ja auch Motoren für. Ja, mach ich auch, beziehungsweise du. Ja. Ja. Können wir eins der Autos auf jeden Fall mal hochnehmen? Ich würde sowas gerne mal von unten haben. Ja, sehr gerne. Sehen, wie da so Achsen, Querlenker, wie das einfach so aussieht. Können wir mal innen nochmal filmen, schön offen ist. Ja, ist ja nicht viel drin, ne? Ja, ist nicht viel drin. Danke Bodenblech, kann man mal sehen. Den kann ich dir mal anheben, ja. Ja, selbst da sieht man das Alu teilweise mit den Nieten, ne? Also jetzt klar, hier unten sagst du, es ist ja kein Alu. Ja, das gab's, ist alles Normalstahl. Das ist Normalstahl. Es gab 30 Autos, die hatten den Boden auch aus Aluminium. Da haben wir drüben auch momentan einen im Aufbau, eine Karosserie von uns selber. Das hat Alfa Romeo aber relativ schnell verworfen, weil die Autos dann das Markenknochen verloren haben und weich geworden sind nach zwei der Rennsaisons. Das war also nicht das ganz Goldene vom Ei gewesen, denn die Bodenbleche zu ersetzen, da sind sie wieder später von weg. Also wenn ich die so sehen würde, würde ich aber niemals denken, dass ihr damit rennfahrt. Mit dem auch? Ja, mit dem auch, ja. Am meisten ist mit dem Roten gefahren worden. Jetzt fast 30 Jahre schon mit dem Auto. Die ganze Kindheit miterlebt, die Jugend miterlebt, immer mit dem Auto. Und daran auch am meisten rumgefummelt, rumentwickelt und so weiter, dass man dann so weit gekommen ist. Und selber fahre ich viel mit dem Weißen hier. Okay. Und ja, muss immer die Mischung finden zwischen, dass alles heile bleibt und dass man nicht zu viel wagt bei den Autos. Und ja, ist schon gut. Ja. Bei 250 bis 500. Ja, ist es ja. Muss natürlich ausblenden, wenn man drin sitzt im Auto. Aber damit fährt man jetzt schon ein bisschen anders, ein bisschen bedachter. Gut, jeder fährt anders, sind auch andere Leute in den Serien bei, als wenn das jetzt aber 15 wäre. Angenommen, du würdest den einplanken, aber genauso wiederherstellen, wäre das schlimm für den Wert? An für sich nicht, nee. Wäre relativ unwichtig. Weil egal, weil wer weiß, was das Auto in den letzten 30 Jahren, Jahren, das ist ja 50 Jahre, in den letzten 50 Jahren schon erlebt hat. Ja, genau so ist es. Da mal runtergucken. Können wir alles machen. Ich will auf jeden Fall einmal so diese Hinterachse und sowas sehen. Messen Sie das hier auch aus, ja. Auf jeden Fall alle drei Autos verschiedene Endor-Varianten. Das ist freigestellt, das war egal, oder? Richtig. Ist freigestellt, Auspuffanlage kann man, abgesehen von dem Fächerkrümmer, schon machen, was man will. Der hat jetzt auch so eine Seitenauspuffanlage drunter zum Beispiel. Am meisten up-to-date ist der Weiße hier, ist vom Fahrwerk und so weiter auch nochmal ein bisschen anders als der hier. Der ist dann so ziemlich wie 1965 auch gefahren worden ist halt, ne? Und ja gut, Auto hat ZF-Sperre drin mit 75% damals schon gehabt halt, ne? Hohlgebohrte Gangräder, gerade verzahntes Getriebe, das gab es alles 1965 schon. Ist für damalige Verhältnisse schon ganz gut gewesen. Das TIF sieht ja echt süß aus, oder? Ne? Ja. Müssen ja auch nur 200 PS rüber. Aber ist halt wirklich alles hier leichtbau, ne? Ja, wirklich alles gelöchert, was nur geht. Aber schon von hier, guck dir mal den an. Aber das ist alles am Berg auch so gelöchert. Ja, das haben wir nachträglich gelöchert. Wurde aber schon im Rennsport damals in den 60ern genauso vom Alpha-Werksteam auch gemacht. Genauso gleich gemacht worden, ja. Ja, ist halt echt nicht viel dran in so einem Auto. Ja, so leicht funktionsmäßig wie es geht. Aber für damalige Verhältnisse mit Scheibenbremsen ringsrum, Fünfganggetriebe, ZF-Sperre, Differential, Doppelzündung, Magnesiumteile überall. Für damalige Sache war das dann eben das Nonplusultra. Die haben bei Alfa Romeo dann damit eine Meisterschaft nach anderen gewonnen. Wenn man jetzt so sieht, wie wenig an so einem Auto dran ist, kann ich mir schon vorstellen, dass das natürlich auch in den 60ern so war. Wenn so ein Ding mal platt war, dann kam einfach der nächste. Ne? Ja, richtig. Das war einfach egal. Einfach zack in die Ecke und nächste Auto nehmen. Ja, Wert war auch nicht groß da. Es sind garantiert etliche Autos auch einfach verschrottet worden. Vielleicht schon bei relativ heutzutage gesehenen kleinen Unfällen, weil es einfach die Zeit ist da weitergegangen. Da gab es die nächsten Modelle danach, die nächsten neueren Rennserien. Und das hat damals natürlich überhaupt gar keinen interessiert. Die waren dann ein Metallschrott wert. Ne? Und wie ist das hier so mit Querlenkern so? Das sind alles ganz normale, herkömmliche irgendwelche Gummilager oder wie läuft das so ab? Ja, ist auch teilweise freigestellt, teilweise nicht. Viel mit Uniballs und manchmal ist aber bei den Autos sogar besser, wenn man das nicht alles zu steif macht, nur mit Uniballs arbeitet, weil das Ganze einfach mit den Reifen auch dann limitiert ist. Wenn das Ganze zu direkt zu hart wird, bringt es das auch nicht so wirklich vom Gefühl vom Auto her. Das Auto muss schon ein bisschen arbeiten, ist anders als bei modernen Renntourenwagen. Mhm. Das ist ausgewählt, manche Sachen sind in Uniball gelagert, manche nicht. Aber wenn man natürlich alles zigmal hin und her ausprobiert, von Polyurethan, Superflex-Buchsen bis Uniball und so weiter hin und her. Teilweise ist sogar mit Originalbuchsen am besten zu fahren. Liegt aber auch je nachdem am Fahrer, was derjenige bevorzugt, wie er fährt, was er meint. Ne? Aber hier müssen wir reinfinden, Nico, schon mit Doppellenkerachse 65. Vorne. Unten und oben. GT3 RS. Ja, von damals. Müssen wir nur noch hier DRS finden, ne? Also klar, Hinterachse wird für damalige Zwecke ja auch schon, ich will nicht sagen modern gewesen sein, aber die ist ja auch nicht ganz so
Weil diese Konstruktion, also das ganze Diff schwingt logischerweise mit hoch, ne? Weil das ja ein tragendes Teil von der Achse auch ist. Ja, wurde dann später auch bei den anderen Tourenwagen ein bisschen umgeändert mit Wattgestängen und so weiter. Gab es eine andere Version von. Und das Verrückte ist eben von 1965, dass sie schon das Aluminium-Achsgehäuse hatten und Getriebe und so alles aus Aluminium ist. Und dass sie dann eben beim GTA gesagt haben, das reicht nicht, wir müssen Magnesium nehmen. Das sind auch wirklich Achsgehäuse und so, denn sogar aus Magnesium bestehen halt. Ne? Felgen und so weiter auch für den Rennsport. Das sollte also aussehen wie der typische normale Standard-Alpha, den man für die Straße kaufen kann, nach außen. Aber für Motorsport eben wirklich alle Register gezogen, was heutzutage kaum noch so im Tourenwagensport gemacht wird, dass ein Hersteller so rigoros das durchzieht bei den Autos. Diese Bremsbetätigung hinten, die ist ja auch krass. Von extern einen Hydraulikzylinder. Ja, ist auch leider so vorgeschrieben. Darf man nichts anderes fahren, jetzt auf den Festsattel umbauen und so weiter. Muss man auch dauernd nachstellen und so ein bisschen nervige Sache. Aber die Autos werden schon mit der fast 80% vorne gebremst. Da passiert nicht viel. Muss immer aufpassen, weil es da kein ABS hat und so. Ist relativ schwierig abzuschätzen, ab wann man dann anfängt, den runterzubremsen. Ist es zu spät, hat man Bremsplatten drin, weil das Rad komplett stehen bleibt, ja. Hat da kein ABS. Bei modernen Rennautos ist ja so, dann haut man bis 50 Meter vor die Kurve ran und bleibt einfach drauf stehen auf der Bremse. Das geht natürlich bei den Dingern nicht. Und das macht so ein bisschen Reiz aus. Deswegen fahren eben auch viele moderne Renntourenwagenfahrer und so historisch auch nebenbei am Wochenende, weil sie das eben so interessant finden, dass das noch so schwierig sogar zu fahren ist. Also die meisten Leute, die Profis, sagen selber, dass mit so einem Auto schnell zu sein viel, viel schwieriger ist als mit modernen Tourenwagen. Das glaube ich, weil die Autos halt einfach auch nicht so perfekt fahren. Ja, genau. Man muss dann genau immer zwischen Unterübersteuern wie auf der Rasierklinge den richtigen Tanz hinbekommen, damit man damit zügig unterwegs ist. Das verändert sich teilweise Runde für Runde schon ein bisschen was. Mit Bremsentemperaturen oder ansteigendem Reifendruck und so weiter bei diesen Ballonreifen. Die arbeiten natürlich, dass man immer nur ein kurzes Fenster hat, wo man mal eine Zeit setzen kann. Ist dann gar nicht so ganz einfach. Aber diese ganze Kupplung ist ein Bremslenkungsthematik. Ja, ist auch ein Kreisbremssystem. Heißt also, wenn mal der Bremsdruck weg ist, dann ist gleich aus. Ne? Komplett Bodenbrett mit dem Pedal und Kupplung, Seilzug, ne, etc. Wegen Sicherheit, Handsystem darf man fahren, muss man sogar fahren fürs Genick, aber Einkreissystem bleibt von der Via. Einkreis heißt wirklich ein Hauptbremszylinder, was normal ist, aber normalerweise hat der Hauptbremszylinder immerhin mit zwei Kammern, dass selbst wenn eine mal flöten geht, das Auto diagonal meistens halt immer noch mal bremsen kann und hier ist dann halt gar nicht mehr Bremse. Ne? Ganz genau. Handbremse hat er auch nicht, ne? Nein, aus Gewichtsgründen. Der Hebel ist zwar noch drin, ist vorgeschrieben, aber ist nicht angeschlossen. Also dann kannst du nur noch die Gänge durchkloppen und hoffen, dass das Ding irgendwie... Ja, das ist zum Glück bis jetzt noch nicht passiert, aber es ist schon relativ gefährlich. Zu heutigen Aspekten gesehen, katastrophal an für sich. Ja, vor allem, ich hätte eigentlich gedacht, dass das so ein typischer Punkt ist, wo es sogar irgendwann Pflicht wird. Da würde es auch Sinn machen, ja. Umzubauen, ja. Dass man sagt, ey, hier, keine Ahnung, nimmt man den und den Hauptbremszylinder und legt halt nochmal Leitung extra. Ja, richtig, genau. So. Wettbewerbsvorteil ist irgendwie das A und O, wenn das richtig Tourenwagen-EM-Läufe sind bei der FIA etc. Und selbst Flankenschutz vom Käfig war jahrelang nicht erlaubt gewesen, bis erst ein paar gute Unfälle passiert sind, die ziemlich knapp am Leben dann vorbei waren, bis dann endlich die FIA mal gesagt hat, ihr dürft den Käfig jetzt auch so einen Flankenschutz oder ein X rein verpassen, weil die Sicherheit dann doch wichtiger ist. Letzte Frage, bevor es zum Thema Motoren geht. Wie ist das so mit Federn und Dämpfern, was Fahrwerk angeht? Ja, Federdämpfer, hier ist noch so ein bisschen die Oldschool-Unit drin. Hier ist momentan Intrax-Fahrwerk drin in Holland, gefertigt worden. Also die Autos gehen auch auf den Fahrwerksprüfstand drauf und da wird alles dann eben ermittelt, teilweise Simulationen mitgefahren und mit Rennstrecken und so weiter und einzelne Setups rausgefahren. Da darf man auch Zug- und Druckstufe verstellen mittlerweile heutzutage. Aber federmäßig ist der Durchmesser vorgeschrieben. Und die grobe Länge. Also man kann jetzt kein Coilover-Fahrwerk reinbauen oder sowas, das ist halt nicht erlaubt. Und wie macht man das hier dann so mit Radlasten? Unterlegen? Unter die Federn? Oder wie? Ja, es gibt hier Federteller in verschiedenen Tiefen und Höhen auch, dass man das ausgependelt kriegt. Aber das Auto steht so schon von den Radlasten ziemlich gut schon so da. Das funktioniert so schon ganz gut. Ist das so eine Nockenwelle von so einem Motor? Ja, das ist eine Seriennockenwelle von so einem Motor, da schön im Regal drin. Da sieht man schon den Hub da dran, wenn man das mal mit einer richtigen Rennwelle vergleicht. Das heißt 110 PS, das ist so ein 110 PS. Ja, genau. Ja. Die hat einen 9,6 mm Hub und wie gesagt, im richtigen Rennwagen fahren wir fast 5 mm mehr Hub dann. Und Thema Pleuel ist auch bei so einem Motor auch schon so ein Thema? Ja, ist schon ein Thema auch, ja. Sind original Gusspleuel drin. Mhm, ist jetzt auch vorgeschrieben, dass man nur Carillo-Pleuel fahren darf. Also nichts anderes leider, keine Aero-Pleuel und so. Ein Hersteller vorgeschrieben. Und seitdem ist eigentlich Ruhe mit Pleuelabrissen. Mhm. Weil die Leistung kommt dann natürlich nur, desto höher man dreht. Früher sind 7 gedreht worden, heutzutage drehen wir 8,5. Ne? Und dann irgendwann sind die Pleuel in die Probleme. Na, hier wird es auch spannend. So, und hier baust du die ganzen Motoren dann. Ah, guckst du, ist das,
Das ist aber schon noch ein Gussblock oder ist das auch ein Alu-Block? Ja, ist Alu. Ja, serienmäßig Aluminium schon bei den ganzen Alphas. Der ganze Motor ist original schon komplett aus Aluminium. Bei dem GTA oder auch der Rumpf? Bei allen Alphas, historischen, klassischen. Also bei diesen ganzen Modellen, bei den normalen GTs, die gibt es auch als Giulia, als Limousine oder als Spider, offenes Cabrio. Da sind alle Motorblöcke aus Aluminium. Ah. Alle Ölwaren aus Aluminium, auch Ansaugbrücke und so. Das ist ein Voll-Aluminium-Motor mit nassen Laufbuchsen sozusagen. Und als Rennversion hat Alfa Romeo den eben Kleinigkeiten wie Ölwaren etc. Magnesium noch versetzt. Nasse Laufbuchsen heißt, dass in diesem kompletten Alu-Motor wirklich frei stehen diese Buchsen da reingehen. Ja, genau. Ne? Gibt es natürlich überall mal Probleme, dass die Höhenmaße nicht mehr stimmen, dass die Buchsen abgesackt sind. Hauptlagergassenverzug ist sehr oft der Fall. Oder ein mitgedrehtes Hauptlager, was dann wieder instand gesetzt werden muss vom Block und so. Die sind schon relativ kritisch. Hat das eine Buchse? Na genau. Aber das ist eine originale wie damals immer? Nee. Ne, das ist eine neue. Das ist eine neue. Die wird also nachgefertigt auch. Markt ist dafür da, ne? Buchsen gibt es soweit. Das sind typische Laufbuchse. Die dichtet dann mit einem Gummiring ab unten drin und muss einen gewissen Buchsüberstand haben von 200 bis 600 mm, damit der Druck auf der Buchse drauf ist. Geht auch nur zu bohren und so mit einer Bohrbrille, hohen Brille etc. Sonst ist ganz schnell Verzug natürlich drin, wenn der Kopf drauf ist bei dem Buchsen. Das heißt, die bleibt wirklich so komplett freistehen und stützt sich nur ja. Ja. Dürftest du da aber jetzt als Beispiel irgendwas Neues reinmachen oder wäre das wieder verboten? Auch nicht, ist verboten, ja. Ist verboten. Darf man nicht. Ist auch von der Wasserumspülung so ein bisschen kritisch. Wenn man das jetzt zubauen würde als Closed Deck etc., müsste man schon wirklich umkonstruieren, damit das Ganze haltbar wird. Da könnte man natürlich noch ein bisschen mehr Bohrung fahren, aber man sieht das ja schon hier serienmäßig. Hat der Motor jetzt zum Beispiel hier 1562 Kubikzentimeter. Sieht man schon von der Dünnwandigkeit, wenn man jetzt mit der Messuhr reingeht und drückt nur mal so ein bisschen, nur ganz leicht drauf, sieht man schon, wie der Zeiger 200 Hundertstel tanzt. Und wenn man die jetzt auf 1600 Kubik genau kriegen will, was ja erlaubt ist, müssen da schon 4/10 raus aus der Buchse und der wird schon fast kritisch. Mhm. Also groß mit Hubraum. Okay, das ja. Ist durch. Jetzt schon, das ist ja Seriendurchmesser sogar, so hat Alfa Romeo die serienmäßig gebaut. Und dann wird es natürlich irgendwann auch knapp, auch im Block vom Platz her, da überhaupt was Größeres reinzukriegen. Alfa Romeo hat das dann später als Monosleeve gemacht, als 4 Buchsen zusammengegossen. Gab es auch mal viel spätere Modelle für mehr Hubraum, aber man kriegt nicht so ohne weiteres mehr Hubraum rein. Und der Motor ist so schon relativ langhubig. Mit 78er Bohrung und 82,5er Kurbelwellenhub. Wenn man jetzt noch langhubiger werden würde mit der Kurbelwelle, würde die Leistung obenrum immer weiter runtergehen und das Drehmoment würde vielleicht ein bisschen ansteigen, aber dann hat man auch wieder nichts gewonnen. Und Kurbelwellen fährt man noch die Originalen oder sind das auch mittlerweile irgendwelche? Ja, Kurbelwellen fährt man die Originalen. Oder muss man die Originalen fahren? Ja, muss man die Originalen fahren. Es sind keine anderen erlaubt. Das sind den GTA-Kurbelwellen mit 8 Gegengewichten. Und die normale Standardwelle, wie die hintere, die da liegt, die hat nur 4 Gegengewichte. Und Kurbelwelle darf auch nur die gefahren werden. Heißt einfach, hier siehst du, hier ist kein Gewicht dran. Da sind immer. Aber wenn man sie so optisch sieht, würde man eher mal denken, sie hat fast gar keinen Hub. Ja, sieht erstmal optisch nach ganz wenig Lagerstellen aus. So große, ne? Ja, stimmt. Riesenlagerstellen sind das. Dass die Motoren, wenn es auch Straßenmotoren sind, die ewig gelaufen sind, die dann an für sich kapitale Lagerschäden haben, immer noch vollen Öldruck haben und immer noch nicht auseinandergehen, weil sie im Verhältnis gesehen zu jetzt dem E36 am 3-Motor oder so wahnsinnig breite Pleuellagerschalen haben und Hauptlager auch. Dass Ölversorgung da nie ein Thema mit den Alpha-Motoren an für sich ist. Und Ölpumpe original wird die auch mittlerweile nachproduziert? Ist auch speziell beim GTA, weil der GTA Doppelzündung hat, hat einen Doppelzünderverteiler drin, wie der hier zum Beispiel liegt. Die normalen Alphas haben eben 4 Kerzen nur, der GTA hat 8. Der Verteiler ist auch dann super selten, wird auch mittlerweile nachgebaut und die Ölpumpe ist auch anders, der hat größere Ritzel drin und ist auch vom Antrieb her anders und so weiter. Gibt es mittlerweile aber auch sogar im Nachbau. Alles sehr teuer, der ganze Kram. Weil es nur kleine Stückzahlen sind, aber es wird wahnsinnig viel nachgebaut. Das heißt, eine Ölpumpe kostet dann 1.000, 2.000 Euro? Oder? Ja, so 1.500, 1.600 Euro. Mittlerweile geht's. Früher haben die fast 4.000 gekostet, nur die Pumpe. Ja. Für so einen kleinen 4-Zylinder Alpha-Motor, aber ohne die Pumpe kann man wieder Verteiler nicht das betreiben ist, und dies und das. Ne? Das ist für den, ich weiß noch, für meinen alten Gallardo, da kostet eine Ölpumpe auch 4.000 Euro. Ja gut, ist ein anderes Auto. Ja, 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 aber da gibt es mehr von. Also, ja, ja, klar. So. Verstehe ich schon. Okay, und der hat zwei Kerzen hier drin. Ja, genau, der hat 2 Kerzen drin, der GTA-Motor. Krasse Brennraum- und Kolbenform, ne? Aber das wird wahrscheinlich auch der einzige Grund sein, warum du aus dem 8-Ventil überhaupt die Leistung rauskriegst. Ja, richtig, ja. Und mit der Doppelzündung kommt eben die Leistung auch zustande, gar nicht wegen dem zweiten Zündfunken. So eine Alfa Romeo hat das gemacht, damit sie große Ventile unterbringen können. Normalerweise ist die Zündkerze in der Mitte. Jetzt mal natürlich dann relativ schnell schon mit der Sitzgröße am Ende, dass man keine groß genug Ventile reinkriegt. Wie gesagt, beim Rennwagen momentan 48er Ventil drin. Da sieht man ja so schon, dass irgendwie 42,5 ist da jetzt original drin.
Und deswegen wurden sozusagen die Köpfe für GTA gebaut mit versetzten Zündkerzen, damit man große Ventile reinkriegt. Heutzutage kriegt man mit einem Einfachzünder-Zünderkopf fast die gleiche Leistung hin, indem man eine kleine M10er Motorradzündkerze drin fährt. Und schon gehen auch relativ große Ventile mit rein. Generell, wenn man sich überlegen würde, so würdest du die Größe ja niemals in die Bohrung reinkriegen. Dadurch, dass sie überhaupt erst so stehen, kriegt man überhaupt diese Ventilgröße rein. Ja. Weil sonst wären die ja viel, also sieht man ja so schon, ne? Dass die gar nicht reinpassen würden. Ja, und hier sieht man halt den krassen Unterschied an der Nockenwelle. Ne? Ja, das ist zum Beispiel eine von Schrick angefertigt. Ich habe dann wirklich auch hunderte von Wellen bei Schrick und bei Catcams nach eigenen Kriterien anfertigen lassen, ausprobiert, mal hin, mal vor, mal her, zurück. Für jeden Motortyp dann, bis das so weit hindurchentwickelt ist, dass man weiß, was wie funktioniert. Das Ganze muss ja dann halt beim Sauger total zusammenspielen. Das Ventil selber bringt natürlich dann gar nichts, da hat man sofort 20 PS weniger als vorher. Der Kanal muss das ja können, die Kolben müssen es können und die ganze Peripherie drumherum etc., dass man überhaupt sagen kann, wir können so groß gehen überhaupt. Und Kolben auch freigestellt? Kolben sind vom Material und vom Hersteller mittlerweile freigestellt, ja. Okay, weil das sind ja gleich drei komplett verschiedene. Ja, das sind alles verschiedene, ja. Also von Viseco. Ist da ein Serienkolben bei? Das ist Serie zum Beispiel. Das ist Serie, okay. Ja, das ist Serie. Richtig, Rennkolben ist eigentlich jetzt in dem Fall nur der hier. Drüben haben wir ja einen Tisch, wo ein Rennmotor komplett steht, zerlegt. Da kann man besser mal aber schon krass, mit aufgucken. Stahlanlage damals? Oder? Ja, damals schon von der Entwickler und Alfa Romeo eine Menge gemacht. So eine Stahlanlage reingemacht. Mhm. Ja, Kolbengeschichte eben auch. Von GE über Viseco und CPS, Pistar Racing, überall alles ausprobiert, was nur geht. Was man aber, also so hin. Aber wenn man jetzt einen JE-Kolben nimmt, ist ja keine Stahlanlage heutzutage mehr drin, logischerweise. Ja, ist ohne. Ist ohne. Stimmt, ne? Ja, richtig. Kolben, ja. Den kannst du nicht 8,5 rennen lassen. Nee, das ist ein Betonkolben, richtig, ja. Kann man grob sagen, wie viele Motoren du da in Summe so von besitzt oder schon durch deine Hände gegangen sind? Ja, durch die Hände gegangen würde ich schätzen um die 400. Insgesamt aufgebaute Motoren und momentan so am Lager als Grundbasis, ja, so 120 vielleicht, die ich rumliegen habe, weil immer mal wieder vorkommt, dass ein Block gerissen ist, eine Kurbel gerissen ist, Kopf gerissen ist, dass man dann wieder auf Material zugreifen muss. Und wenn jemand mal was anbietet, Garagenauflösungen etc., dann kann man manchmal gleich 20 Dinge auf einmal kriegen und ich will das dann lange weitermachen, dann muss man dann eben mal zuschlagen. Ne? Ja, aber es ist natürlich auch der Pech, man kauft was. Stelle ich das 2 Jahre lang in der Ecke für relativ teures Geld, nimm es auseinander und auf einmal ist innen drin alles Bruch. Mhm. Umsonst gekauft, das Risiko gibt es dann halt auch. Ne? Wo geht so ein Motor los? Was kostet so ein Haufen Müll in Anführungsstrichen? Also ja, wenn es also so eine typische Toilette ist. Ne? Ja, also der 20 Jahre lang irgendwo stand, ja, ja. Weil du wirst ja nicht jeden Motor aufmachen, sondern du wirst ja auch einfach kaufen und hinstellen. Ja, kaufen, hinstellen und je nachdem, was der Kunde denn haben will, individuell. Die fangen also an mit 1300 Kubik bis 2 Liter. 2 Liter ist das Größte, was es gibt. Jetzt für Rennsportler, für Straße in den Modellen. Und ja, eine normale Revision fängt so bei 7.500 Euro netto an, ist dann aber ohne Anbauteile, also ohne Vergaser, ohne Kupplung etc. Und dann geht nach oben eben die Reise los. Der Durchschnittstuning-Motor für Straßen-Trackday-Bereich ist so 16.000, 17.000 Euro Motor. Und wenn es richtig Rennsport sein soll, kann so ein Auto auch mal einen Motor kriegen mit über 30.000. Und 16, 18 ist dann aber schon so mit Vergaser und Krümmer? Und ja, ist mit Vergaser dran und mit Zündanlage und Kupplung dran, Krümmer nicht. Mhm. Aber schon der Motor Plug and Play. Mhm. Mhm. Aber Nettopreis halt, was natürlich meistens passiert, weil deutsche Kunden, würde ich sagen, vielleicht fällt so 20%, 80% ist alles Ausland und davon vielleicht noch 60% Drittländer. Also viel USA, Kanada und Malaysia, Singapur, Dubai etc. Finde ich jetzt aber für so einen, vorsichtig gesagt, Raritätenmotor gar nicht so krass viel. Ja, es kommt immer auf den Grundmotor an. Wenn du so einen 16V Motor bauen lässt für einen VW, der wirklich auch was kann, kostet ja auch mit Krümmer und Vergasern und so weiter, kostet ja auch schon Geld, ne? Ja, also ist eben der Motor mehr oder weniger von der Stange, der zigmal in den ganzen Alphas drin war. Und wenn man jetzt spezifisch von so einem GTA-Motor hier redet, mit Doppelzündung, ist das wieder eine ganz andere Geschichte, weil man erstmal die Grundbasis braucht und braucht erstmal so einen Motor erstmal mit Zylinderkopf und so weiter, was natürlich sehr selten ist, weil im Rennen schon damals die auseinandergeflogen sind und alles sehr rar ist. Ach, das heißt, du hast nicht 120 GTA-Motoren hier stehen, sondern diese GT-Motoren? Ja, das sind die typischen GT-Alfa-Romeo-Motoren. Ja, ja. Die 90% überall gefahren werden. GTA ist spezifisch für Rennstrecke. Hier haben wir so einen GTA M Tesla Strata Motor hier zum Beispiel. Da kostet ein Motor auch schnell 65.000, 70.000 Euro, weil er so super selten ist halt. Aber weil es ein Originalmotor von damals ist? Ja, das ist ein Originalmotor von damals und hat eben einen ganz speziellen Zylinderkopf drauf. Der ist nochmal anders. Der hat einen Flachwinkelzylinderkopf drauf. Davon wurden ganz wenige gebaut. Und dann ist so ein Motor natürlich nochmal extrem teurer. Also die Motorenbearbeitung ist dann relativ gleich. Aber die Grundbasis ist halt teuer. Man muss erstmal so einen Motor überhaupt haben. Das ist immer so die Sache. Kann man teilweise für Geld noch nicht mal kriegen, weil keiner einen hat halt. Ne? Ah, okay.
Ja, weil meine Frage spielte sich eigentlich darauf ab, was so Motoren Gebrauch gehandelt werden. Aber wenn das natürlich kleine Motoren sind, ist es natürlich mit 1,3 Liter. Das heißt, ja, 1,3 bis 2 Liter, so einen normalen 1,3er oder auch 2 Liter Motor sind so oft gebaut worden, das kann man so für 2.000 Euro ungefähr gebraucht einkaufen in natürlich eigentlich überholungsfähigen Schrott. Ja. Aber wenn man jetzt einen GTA-Motor, selbst so einen da in voll kaputt aus der Scheune zieht, kann man auch 25.000 für einen Schrottmotor bezahlen, weil es was ganz anderes ist. Der sieht erstmal grundlegend ähnlich aus, ist aber hat damit dann gar nichts zu tun, kann man sagen. Der Block ist immer gleich 1,6 bis 2 Liter? Auch nicht, ist auch unterschiedlich. Ah. Verschiedene Brennraumabstände und Durchmesser vom Zylinder etc. Ist jeder Block ist komplett anders. Okay. Ich merke, du bist ganz tief in dem Game auf jeden Fall drin. Ja, das ist mein Ding. Meinst du, mein Lebensinhalt. Meinst du, es gibt irgendwas in dem Bereich, was du noch nicht gesehen hast? Was irgendwo vielleicht rumschlummert, wovon du schon mal gehört hast, aber noch nicht? Ja, mit seltenen Fahrzeugen oder auf Motoren so bezogen? Nee, oder? So, keine Ahnung, vielleicht sagst du irgendwie, irgendwann wurde mal tatsächlich einer 16-Vorkopf gebaut. Ja, stimmt, ja. Hängen da zum Beispiel an der Wand die Fotos, genau richtig erkannt. Nee, das ist einfach nur geraten, das war ja der Traum von jedem immer. Ja, genau richtig. Mal. Zum Beispiel linke Seite hier ist GTA SA. Mit Kompressoraufladung. Okay. Da gab es ja nur 8 Stück von damals. Und das sind Belüftungslader aus dem Flugzeug für die Innenkabinen. Hydraulisch betrieben. Hydraulischer Kompressor. Ach, mit Vergasern. GTA SA hieß das Ganze dann. Das habe ich auch noch nie gesehen. Sovalimentata für aufgeladen. Und da gab es eben Bootsrennmotoren und sowas, wie sowas. Das ist ein Antelini 16V-Motor. Und das hier ist ja so Flachschieber ja, genau. mit so Kugelfischerpumpe oder so in der Richtung. Ja, richtig. Ja. Da gab es so Kugelfischer und Speaker. Als Flachschieber, 16V, das ist dann so ein bisschen neuer, das ist dann so 70er, 72er Jahre. Das ist aber alles reglementunabhängig jetzt, weil das darf man eben. Ja, darf in dem Auto nicht gefahren werden, das darf dann nur in den breiteren Autos gefahren werden, wie hier zum Beispiel so ein Bild ist. Da sieht man den GTA in verbreitert, das heißt dann GTA M oder 1300 GTA Junior in dem Fall. Das ist dann ab 72 gemacht worden, da gab es Flachschieber und Einspritzpumpen und Verbreiterungen wurden auch Slicks gefahren damals, das ist sozusagen denn Gruppe 2 Rennwagen, wie die denn nach denen hier gekommen sind, sozusagen ab 70. Ne? Das heißt, das sind dann noch locker 200 plus PS? Ja, um die 230, 240 haben die dann, ja. Marco, hast du ein Auto auch, die haben alle nur einen Sitz drin, mit zwei Sitz hast du gar nicht, ne? Nee, könnte man natürlich mal für einen Tracktail da reinbauen, wenn man was machen will, geht auf jeden Fall. Aber das geht, also man kann da sitzen? Ja, generell geht das, ja. Weil mich würde es brennend interessieren, wie so ein Auto, Oschersleben, Bilzer Berg, irgendwie, geht das lautstärkenmäßig? Ja, das geht. Die sind ja vorgeschrieben, genau nach Phonzahl für die Rennstrecken in ganz Europa. Darf auch nicht zu laut sein, sonst gibt es gleich Theater. Wenn man jetzt Sanford und so fährt, was ein Kurort ist, sofort dann schwarze Flagge gleich raus. Ne? Ist also alles genau limitiert. Mhm. Weil das wird mich auf jeden Fall mal reizen. Mal gucken, wie das so, also ob das eher so also emotional wird es eh sein, aber ob das eher so, ob man da Angst drin kriegt. Ja. So, auch weil es halt alles aus Alu ist, leicht ist, so fast nichts drumherum ist, oder ob das so leichtfüßig fährt, dass man gar nicht so das Gefühl hat, dass es irgendwie... Ja, es fühlt sich sehr, sehr schnell an. Ich bin ja auch schon ein paar andere, modernere Fahrzeuge auf Rennstrecke gefahren, ja. Weil eben alles mechanisch arbeitet und man die ganze Zeit denkt eigentlich, man ist immer zwischen Unter-Übersteuern auf der Rasierklinge drauf, seidene Faden. Man denkt immer, wenn einer hinten einmal gegen Seitenteil gegen drückt, ist das Ding in der Leitplanke drin. Ja. Also die ganze Zeit ein Tanzen zwischen Unter-Übersteuern fühlt sich innen drin natürlich schon mit Vergasern so alles laut an. Und alles ist am Bollern, am Knacken. Ich glaube, wenn man da drin sitzt selber als Beifahrer, ist schon nicht ohne. Auch wenn das jetzt kein 800 PS Auto ist, aber das ist schon mehr, genau, als die meisten Leute vermuten. Guckt euch mal die ganzen Leerkopfhelden an, wie er so schlummert. Das sind dann aber jetzt nicht alles Doppelkerzen, also Doppelzündung, oder? Na, leider nicht, ne. Das sind so diese üblichen Eiferköpfe, die so gebraucht werden, ne. Und leider alles nicht Doppelzünderköpfe, ja. Marco, wieso hat er so eine Beule in dem Ventilgitter? Wird doch irgendwann mal einen Grund gehabt haben, ne? Ja, das ist, weil das originale Serienauto, Kombinationsauto von Alfa Romeo als GTA ein Luftsammler hier vorne oben drauf hat. Mhm. Und den haben sie flach hier oben rüber gezogen. Und der hat die originale Ansaugung mit Luftfilter auf der Seite. Und da sind sie ganz flach mit so einem Alustück hier rüber gegangen und hier rauf. Mhm. Original. Deswegen ist der abgeflacht. Und der ist eben doch aus Magnesium, nicht aus Aluminium. Und ist dann nochmal ein bisschen leichter. So überall Details halt. Der Kühler ist auch nochmal anders und speziell. Den hat auch nur das GTA-Modell drin. Das, in Details ist alles anders. Welche Ausbaustufe am Motor hat der jetzt hier drin? So? Ja, der ist auch schon so ein bisschen hinter dem Weißen hinterher. Der hat jetzt Benny Ast rein auf dem Prüfstand, 175 PS gehabt, knapp 180. Und der Weiße hat jetzt knapp an die 200, aber der ist vom Drehmoment ein bisschen besser hier. Und hier kommt dann noch ein Filter rüber? Ja, also auf meisten Strecken mache ich den Piper Cross Filter, normal zum Aufstecken drüber.
nimmt keine Leistung, ist besser. Und die haben immer diesen 90-Grad-Trichter? Nee, normalerweise. Nee, ist auch freigestellt, kann man machen, was man will. Auch alles durchexperimentiert mit Vollradius-Trichtern in allen möglichen Längen und so weiter. Alleine mit dem Vergaser-Thema auch innen drin mit den Venturis und wie man dann innen drin die Vergaser bearbeitet, auch eine Physik für sich. Dass man alleine mit diesem Vergaser-Thema ist eine Lebensbeschäftigung. Und so hat das, ist es jetzt aber schlechter als ein gerader Trichter? Kann man das schon sagen? Ja, es ist leistungstechnisch gesehen schlechter. Mhm. Es ist mehr Drehmoment da, früheres Drehmoment da und länger gehalten. Aber ja, im Groben kann man schon sagen, desto kürzer, desto mehr Spitzenleistung. Mhm. Muss natürlich zum ganzen Konzept passen mit Verdichtung, Nockenwellen etc., dass es wieder aufgeht, die ganze Geschichte. Mhm. Wenn man jetzt also hier einfach kurze Trichter aufmacht, dann hat das Ding nur 150 PS. Ne? Ja, ja. Das muss dann alles eben zusammenspielen. Ist so krass? Also ja, extrem, ja. Ist das ist so dann so ausgefeilt mit solchen extremen Nockenwellenhüben, dass dann Vollleistung total weg ist. Das heißt wirklich nur ein anderer Trichter und das Ding bricht komplett zusammen. Ja, 20, 30 PS gleich schlagartig weg. Zündung ist auch sehr kriminell. Wenn man da um 2, 3 Grad daneben ist, ist auch sofort 20 PS weniger, sofort weg. Und das ist immer relativ schwierig, weil nichts freiprogrammierbar ist. Für die Straßenautos oder für andere Rennserien, für andere Leute, habe ich dann freiprogrammierbare Zündverteiler drin, über Bluetooth, über Handy, zack, fertig. Dann geht das. Aber die Autos im Rennsport GTA haben wirklich noch Kontakte drin, Zündkontakte drin. Und im Endeffekt hat jeder Zylinder einzeln ein bisschen anderen Abstand, weil die Nocken verschlissen sind etc. Dass immer so Zündung kriminell ist mit den zwei Kreisen, dass das wirklich immer richtig sitzt. Da kann ratzfatz wegen Verschleiß nur am Kontakt 20 PS fehlen halten. Das merkt man teilweise im Rennwagen gar nicht, weil alles laut ist und es einem sowieso schnell vorkommt. So richtig kriegt man es dann teilweise gar nicht richtig mit, dass Leistung fehlt. Sieht man nur an Rundenzeiten. Okay, ja. Da du ihn ja unbedingt anwerfen willst. Ja, unbedingt. Wollen wir mal gucken, ob es auch klappt. Hinzukriegen, dass er so am Stand läuft, in keinem Zustand, mit Kontakten und so, mit der niedrigen Drehzahl, so ruhig. Das ist eben das, was es ausmacht, wenn man da jahrelang rumfummelt, hat entwickelt. Ne? 14 mm Nockenhuber noch dazu. 5,6 mm geöffnet, im OT 14 mm Hub und dann im relativ kühlen Zustand mit dem Standgas. Wie so lange bleibt das so? Also wie oft musst du jetzt hier so nachsynchronisieren und so weiter? Oder? Ja, eigentlich, wenn es einmal sitzt, geht's. Okay, ne? Nach dem Rennwochenende kann man es ein bisschen fein nachstellen, aber normalerweise ist keine Notwendigkeit da. Und bei eben langer Entwicklung, dass so ein Motor mit den Hüben von Nockenwellen, Verdichtung und so, so im Stand überhaupt auch läuft. Die ersten Rennmotoren sind so raus auf die Strecke gefahren, dass der auch so gut läuft. Wenn der über diese eine Drehzahl rüberkommt, wie er gleich angesprungen ist. Also der hat ja so gar nicht dieses. Das ist leider schlecht verbunden hier gewesen, aber jetzt ist er mit jetzt einem Schlag gekommen. Mit einem Schlag. Man muss ja bedenken, das sind Vergaser, sind zwei Zündkontakte drin und wirklich ganz brutale Ventilgrößen, Kanalquerschnitte. Und dass er mit so einem großen Kanal überhaupt bei der Drehzahl jetzt so ruhig schon mal läuft, natürlich jahrelang alles probiert. Da sieht man, dass das ganze Konzept gesund ist. Auch wie er kommt, wie er anspringt in einem Ruck. Ja, läuft ist ja nichts freiprogrammierbar. Ist wirklich alles oldschool. Halt. Ja, und läuft halt wie so ein normaler Motor, ne? Gar nicht jetzt irgendwie wie ein Rennmotor. Ja, was? Würde man jetzt gar nicht unbedingt denken. Wird auch ziemlich schnell warm, hat keinen Elektrolüfter drin etc. Aber der ist dann schon nach einer Minute fast auf Betriebstemperatur. Hat gar keinen Lüfter, krass. Nee, es kommt jetzt so gleich Strecke raus, fertig. Weil ein Elektrolüfter wäre im Weg schon wieder. Von der Strömung her, wenn man damit Rennen fährt und ein starrer Lüfter nimmt halt Leistung auf. Original haben die Autos einen starren Lüfter drin, aber sind sofort 5 PS halt weg. Ne? Rechnen gut am Gas halt. Ich finde, man hört bei so einem Sauger auch immer, ob er Leistung hat oder keine Leistung hat. Richtig, also ganz es genau. Gibt der Doppelweber-Vergaser, die machen nur so dieses Ansauggeräusch und dann dieses Knallen so ein bisschen in der Ansaugung schon, finde ich. Ne? Hundertprozentig, genau richtig. Ich merke das auch selber immer schon, wenn ich einen Motor gebaut habe, ob das jetzt nochmal ein Ticken besser ist
oder ob da nicht so viel kommt. Genau das merkt man am Gaspedal schon selber so. Wenn man nur die Dinger macht, kriegt man irgendwann ein Gefühl für. Und man merkt, kann der Motor was, kann er nichts. Das ist genau richtig beschrieben, ist so. Aber der macht doch richtig Alarm, wenn er jetzt durchzieht, oder nicht? Ja, das waren jetzt vielleicht 5.500 Umdrehungen. Da dreht er fast 8,5. Aber in den nächsten 3.000 Umdrehungen passiert natürlich noch viel mehr. Ja. Und wenn man mit dem richtig durchlädt bis zum fünften Gang, das geht schon nicht schlecht. Hört man ja, wie das geht, bei 750 Kilo. Aber du sagst, mit Lautstärke oder Rennstrecken ist kein Problem? Ist kein Problem, ne. Ist genau, der ist sogar relativ leise. Das ist kein Thema. Das geht durch. Fahren wir schon immer so mit Abgasanlage. Aber wenn man an der Boxenmauer lang knallt mit 8.500 Umdrehungen, das ist schon nicht ohne. Glaube ich auch, ne? Ganz gut. Ja, mega, mega geil. Marco, machst du richtig gut. Danke, danke. Ich bin gespannt, wie das fährt. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank, dass wir es zeigen durften. Hat mich sehr gefreut. Teil 1, mal gucken, wie es weitergeht. Wir haben auf jeden Fall noch E-Type. Karosseriearbeiten macht ihr theoretisch auch noch. Habt ihr gemacht, um es so rum zu sagen. Ja. Wir können uns auf jeden Fall das Lager noch angucken. Also bleibt dran, seid mit dabei. Und tschüss, bis zum nächsten Mal.